Guten Abend, auch am Freitag natürlich. Aber es gibt wieder nur ein relativ kurzes Update. Ich habe viel Home Story Cup geguckt, ich habe ein bisschen Abrechnungszeug und Orga-Kram gemacht und ein bisschen was organisiert hier und da. Aber sonst war es das. Ich habe, wie gesagt, am gestrigen Tag ein Daily für die nächste Woche vorbereitet. Und ich habe heute schon überlegt, ob ich eventuell nächste Woche so ein paar mehr Dailies bezüglich der Replay-Liga bzw. der nächsten Saison der Replay-Liga mache. Einerseits die Einsortierung bzw. das Seeding, dann gibt es natürlich noch andere Punkte, wie das Casting und so weiter, was ich denn in der nächsten Saison gerne verändern möchte. Also es gibt schon ein paar Punkte, wo ich dann quasi so ein paar Tage mit füllen kann, was dann ja auch wirklich, sag ich mal, Inhalte sind, die wahrscheinlich mehr Interesse rufen als sowas wie heute, wo ich nur sage, ja, ich habe den ganzen Tag StarCraft geguckt. Wow! Aber ja, es lohnt sich ja halt nicht, die jetzt heute rauszuhauen, deswegen gibt es hoffentlich nächste Woche ein bisschen mehr Inhalt. Und ja, wenn ihr Ergebnisse habt, ich meine, den Home Story Cup habe ich natürlich auch auf dem Schirm, aber falls es noch irgendwelche anderen Turniere gibt, die laufen bis Sonntag, dann ist natürlich auch dann das Ergebnis Daily. Morgen muss ich nochmal gucken, wie ich mich durch den Tag rette. Vielleicht mache ich bis morgen, vielleicht schaffe ich es, die Stats von Juni zu machen. Das wäre auch nochmal was, was ich machen könnte auf jeden Fall. Aber sonst gibt es morgen wahrscheinlich wieder so ein kleines Laberding. Und jetzt soll es das auch gewesen sein, denn es gibt nichts mehr zu sagen. Außer, guckt fleißig Home Story Cup, ist mega geil. Und ja, dann irgendwann gute Nacht, einen schönen Start in den Samstag und haut rein.